Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ja, moin Leute, euer Zero hier und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Spürst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, hast du was. Wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Was ist los mit dir? Ist sie so sehr verstört, was da passiert ist? Glaube ich nicht. Ha, wir sind da, wir sind am Krankenhaus angekommen. Mehr wollten wir doch gar nicht. Oh, Pillen. Hier, da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Familienfoto. Können wir es drehen? Vergib uns. Wieso, was haben die denn getan? Gott. Ups, sorry. Waren das die Kinder? Das waren doch die Kinder. Hä? Okay. Naja. Diese Brücke erinnert mich stark an Dying Light. An die Brücke. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Das stimmt mit dir nicht. Los, erzähl mir davon. Also... Ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Das Ding ist, man wacht immer auf, kurz bevor man stirbt. Weil man gar nicht sterben kann. So, oder man kann es schon, je nach Traum. Also, du kannst träumen, dass du beerdigt wirst, aber du bist ja quasi bei der Beerdigung vorhanden. So sieht es nämlich aus. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Ja, crazy. Das sieht alles hier so bunt und so fröhlich aus. So kenne ich das Spiel gar nicht. Ich meine, klar, wir hatten schon so eine Szene wie bei der Universität. Aber das hier ist noch einiges fröhlicher. Und vor allem keine Zombies. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Sehr schön. Wir sind da. Vielleicht hätte ich die Folge gestern nicht so frühzeitig beenden sollen. Nicht, dass das Spiel gleich vorbei ist nach 5 Minuten. Wir müssen es ja sowieso noch hier durchschlagen, ne? Vielleicht geht es hier durch, ha? Aber ich darf nur nicht zur Ruhe kommen. Es kann jederzeit auch passieren, dass Zombies angreifen oder irgendwas. Weil wir haben auch gerade Stuff bekommen. Und wenn wir Stuff bekommen, dann heißt das, wir können mit irgendwas anfangen. Hier kommen wir schon mal nicht durch. Okay. Vielleicht sollten wir gar nicht hier runter. Ah. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ellie? Was ist los mit dir, Kind? Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Ja. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Ich verstehe nicht, was da los ist. Und auf geht's. Hä? Ellie.
Ellie! Was ist mit dir los? Die Leiter. Komm schon. Gut. So lustlos, so von wegen. Ah, okay, muss das sein. Was ist los? Ah, Ellie. Ellie. Das gibt's doch nicht. Ellie. Was gerade ein Erdbeben? In Ordnung. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Nee, das wollte ich auch gerade sagen. Was Danke, Joey. Hä? Was so? Ein Schatten? Was war das für ein Schatten? Hä? Soll das ein Scherz sein? War das gerade eine Giraffe? Hab ich auch gerade eine Giraffe gesehen? Was? War hier ein Zoo vielleicht in der Nähe? Kann das sein, dass da Giraffen ausgebüxt sind? Beziehungsweise es geschafft haben, alleine zu überleben. Komm, Beeilung! Tatsächlich. Was zur Hölle? Läuft einfach mal so eine Giraffe durch die Gegend. Ich meine, die Affen waren schon seltsam, aber die Giraffe? Wow. Holy shit. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Was für Riesenaugen. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. So eine Giraffe zu reiten wäre bestimmt auch cool, ne? Ja, ich bin gleich da, Ellie. Ich bin gleich da. Plötzlich hat sie ihren Lebenswillen wiederbekommen. Wie cool. Also eine ganz entspannte Szene im Spiel. Lange nicht gehabt. Einfach mal so eine Herde Giraffen. Die kümmert's nicht, dass hier überall irgendwelche Parasiten rumlaufen. Für die ist das Leben in Ordnung. Also eigentlich ist die Welt ja nicht untergegangen durch den Virus. Man kann so sehen, dass quasi der Virus die Natur selber ist, die alles wieder zurückerobert hat. Es gibt ja diesen Pilz. Ich sag die ganze Virus. Es gibt ja diesen Pilz tatsächlich. Also er ist nicht erfunden. Nur das Ding ist, dass dieser Pilz Ameisen befällt. Und diese Ameisen verwandeln sich dann langsam in so eine Sporenwirte, wo aus dem Kopf heraus dann so ein Pilz rauswächst. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Vor allem die Häuser, sie stehen alle noch. Also so wirklich, wirklich noch. Nicht so die verfallenen Bauten, die wir überall gesehen haben. Na komm, Ellie, wir müssen weiter. Auch wenn die Aussicht toll ist.
Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Na gut. Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Wie sich das gewandelt hat, ne? Diese Beziehung zwischen den beiden am Anfang. Ich will sie nicht. Und jetzt, ich will nie wieder ohne dich. Richtig cool inszeniert. Was haben wir denn hier? Die Männertoilette. Mit einem sehr hübschen Bild von Gracie Mystery Lodge. Ist das nicht die Lodge aus Until Dawn? Wer weiß. Und du? Bist du ein Typ aus Until Dawn? Du siehst auf jeden Fall so aus, als wärst du verbrannt. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Hauptsache cool. Anstatt sich mal zu freuen. Ja, danke. Na cool. Hier ist sogar noch ein Panzer, ob der noch funktioniert. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Das ist so lange her. Halb so wild. Ja, kann ich jetzt sagen, ne? Ist nicht meine Tochter gewesen. Oh, Zeug. Okay, wir haben immer noch alles voll, wie gehabt. Das ist schön. Hier haben wir... Oh nein. So bekomme ich Munition. Ups. Also es ist noch nicht vorbei, wir müssen noch kämpfen. Oder das ist ein Trick. Oh! Werkzeugstufe 5! Ja, Mensch! Das kommt früh! Was haben wir denn da noch? Ah, ein bisschen Müll? Ah, Scheren sind voll. Ah, da haben wir noch ein bisschen Zeug. Es ist alles voll, ne? Das Ding kann ich nicht drehen. Aber ich könnte doch bestimmt durch die Toilettenhäuschen klettern, oder? Oder hier rauf. Schade. Na komm, gehen wir. Ein Stein. Klicker. Ist vielleicht gar... Ist vielleicht niemand da drin? Ich höre Wölfe. Hey, Joel. Ich hab was für dich. Hm? Was hast du für mich? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm.
Ach, das Foto. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Na gut. Also wir haben ja gesehen, dass sie das Foto dabei hatte, als wir im DLC waren. Haben wir ja in ihre Tasche geguckt. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Ist euch das schon aufgefallen? Oh, mir schwant Übles. Mir schwant Übles, Freunde. Wir gehen jetzt in einen dunklen Tunnel. Dreimal dürft ihr raten, was sich da drin befindet. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Aber ich bin nicht sicher, ob wir es bis dahin schaffen. Es könnte noch so die letzte Prüfung davor sein oder so, ne? Oh Gott. Ich bin ein bisschen angespannt. Ja, hier liegt immer Stuff rum. Mist. Aber. Wird alles Mögliche verwenden, was wir hier haben. Oh, da ist so ein fettes Viech, oder? So ein Bluter. Mist. Okay. Versuchen wir uns einfach mal dran vorbeizuschleichen. Kann ja funktionieren. Das ist kein Klicker, ne? Doch, das ist ein Klicker. Wir müssen auf den Blut aufpassen, der darf uns nicht sehen. Ich könnte den Klicker mit dem Pfeilbogen ausschalten, dann wäre er auf jeden Fall ruhig. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir hoffe. Aber der bewegt sich so komisch. Macht keinen Lärm. In den Hintern. Bam. Okay, Ellie, einfach dran vorbeischleichen. Der Bluter, der kann uns mal. Oh, Flammenwerfer. Mein Fehler. Das war X. Ich denke jedes Mal, dass X auf einer anderen Taste ist. Okay, einfach vorbeischleichen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kriegen das hin, ohne dass sie uns entdecken. Ich versuche es zumindest. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es. Kann ich natürlich mit feinem Bogen die ganze Zeit weghauen, ne? Dann kommt sie jetzt aber nicht hier hoch, ne? Das Ding ist, das Wasser muss doch wahrscheinlich sehr, sehr laut sein. Da ist eine Tür. Versuche am besten mal zur Tür zu kommen. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Müssen wir aber wieder Richtung Bluter. Was mir nicht gefallen mag. Okay, er guckt gerade nicht hin.
Runner! Willst du noch lauter sein? Oh Gott, diese Anspannung. Okay, was haben wir denn da? So viele. Ich weiß, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Okay, folgendes. Diese Leute, diese Zombies sind ein bisschen, verhindert. Sie können quasi uns nicht bemerken, wenn wir, glaube ich, dran vorbeigehen. Haben wir schon mal gemerkt. Wir sollten nur ein bisschen Distanz behalten. Dann dürfte es funktionieren. Lass mich nachladen. Oh, weg von mir! Ich dachte, das war's jetzt. Okay, fuck. Ob die anderen was mit Wind mitbekommen haben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Ah, sie sind außer Reichweite. Okay, das dürfte funktioniert haben. So. Schade, dass wir keine Werkbank gefunden haben. Aber das wollte ich nicht. Okay. 45, damit können wir nichts anfangen, ey. Na gut. Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Wir hätten die gar nicht. Aha, wir hätten gar nicht in die Nähe von den beiden gehen müssen, ne? Wir einfach hier runter gehen und dann hier durch die Tür. Wäre das easy gewesen. Bleib hier. Shit, da geht's nicht weiter. Sind das zwei Bluter? Die Bluter werden uns definitiv sehen. Wenn wir uns nicht was einfallen lassen. Es sei denn, da hinten ist vielleicht doch eine Tür. Dann könnten wir es schaffen, oder wir lenken die Bluter tatsächlich mit Flaschen ab. Ich weiß es nicht. Freunde, an dieser Stelle müssen wir pausieren, auch wenn es gerade spannend ist und ich nicht weiß, wie wir hier durchkommen werden. Aber wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir hoffentlich hier durchgekommen sein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.